Hey Leute, ich habe heute ein neues Video für euch und zwar ein XXXL Haul. Ich habe einige Sachen in letzter Zeit gekauft, bei DM, Rituals, Amazon, Yankee Candle, ja, alles so ein Kram. Ich zeige euch die Sachen jetzt, damit ich sie endlich mal verräumen kann. Ich habe sie nicht extra noch stehen lassen. Ich drehe das jetzt noch direkt nach meinem Geburtstagsvideo. Deswegen gleiche Outfit, genauso krank. Fangen wir mal an mit Rituals. Da habe ich mir einmal mein Carb-Parfüm nachgekauft. Das ist das Feige. Da sind halt immer nur diese kleinen Dinger drin. Und dann einmal The Legend of Dragon, das Carb-Parfüm. Weil, ja, riecht halt richtig, richtig gut. Plum and Cedarwood, das ist halt voll meins. Dann durfte noch mit, weil ich den Duft so toll fand, auch aus dieser Dragon-Serie, The Legend of Dragon, das Geschenkset. Ich pack's mal aus. So sieht das aus. Hinten Gold, richtig schön. Und so sieht es von innen aus. Da hat man einmal einen Duschschaum, eine Handseife, ein Handbalm und die Kerze. Die Kerze wollte ich mir sonst nämlich eigentlich einzeln kaufen. Aber die hätte einzeln 25 Euro gekostet und das Set hat 49 gekostet. Deswegen dachte ich, ach, nehme ich einfach gleich das ganze Set. Weil der Duft ist halt toll. Und ich weiß auch, dass Sachen mit dem Duft im Adventskalender sind. Und ja, den habe ich halt auch. Und gratis gab es dann noch das Luxury Kitchen Set. Da ist auch nochmal eine Handseife und eine Handcreme drin. Das ist die Sorte Emma. Genau. Ich finde, das sieht halt schon immer richtig edel aus mit der Verpackung. Finde ich richtig, richtig schön. Genau, das war's beim Rituals. So. Dann machen wir mal weiter mit DM. Bei DM waren das zwei Bestellungen und ein paar Sachen sind da auch schon nicht mehr dabei, wie Milchpulver, Windeln und dann war noch Badezeug für die Kleine drin. Das ist aber schon eingepackt, weil es Weihnachtsgeschenke sind, beziehungsweise für Nikolaus. Dann hatte ich auch noch Toni-Figuren bestellt. Ist aber alles schon eingepackt. Genau. Ich greife jetzt einfach mal wild hier rein. Da habe ich einmal die Essence Hydrogel Augen Patches. Sehen so aus. Fand ich halt ganz lustig wegen der Form. Ich glaube, die war noch neu. Von Shame ist die Retinol-Tuchmaske. Stand auch neu dran, deswegen musste ich die mitnehmen. Und die Niacinamid-Tuchmaske. Bin ich mal gespannt, wie die sein werden. Kenne ich alle noch nicht. Dann von Trackle Moon Your Cozy Winter Day. Sprudelndes Seelenwärmer Badeerlebnis Pflaume Zimt. So eine süße Badekugel. Dann, wo ist das zweite? Zweimal meine Lieblingskaugummis von Extra. Das ist Himbeere Granatapfel. Habe ich gleich zwei mitgenommen, beziehungsweise bestellt. Dann mein allerliebstes Deo, das ist von Nivea Winter Moment und dadurch, dass es ja ein Winter Editionsdeo ist, habe ich mir gleich drei bestellt, weil es riecht gut, das hält bei mir am besten und ja, das ist dieses hier, Winter Moment von Nivea, kann ich euch nur empfehlen, ich habe da auch nie Flecken oder irgendwas. Und dann hatte ich zweimal die Immunwochenkur. Die eine Packung ist schon leer und hier fehlt auch schon was. Also ja, benutze ich ab und zu mal gern, damit man denkt, man macht irgendwas für die Gesundheit. Oder es, ja, man bildet sich ein, dass es hilft. Dann durfte mit die Spekulatius-Creme von DM Bio. Die schmeckt sehr gut, habe ich schon mal gekostet. dann auch noch ein Reizhustenstiller. Von TTZEP, den benutze ich eigentlich immer, das für Nacht und Tag mit Honig. Genau, den hatte ich auch schon in Benutzung.
Hier haben wir nochmal von Balea die Augenpads, die so dreifarbig sind. Und von L'Oreal die Vitamin Sofort Glow Serum Maske. War auch neu. Deswegen durfte die auch mit. Dann musste ich ihn mir jetzt einfach mal bestellen, den Estrid Rasierer. Weil ich dachte mir, ich sehe den immer und ich bestelle den jetzt einfach mal. So, die Verpackung ist halt schon ganz nice. Ich habe ihn jetzt noch nicht ausgetestet, aber kann ich ja jetzt endlich tun. Bin ich schon sehr gespannt. Falls ihr den hattet, könnt ihr mir das auch mal gerne in die Kommentare schreiben. Von TTZ Mary Berry pflegende Schaumbad Granatapfel Aronia Beere. Dann, was leider ausgelaufen ist, von Frosch Raumerfrischer Winterbeeren. Sieht man auch hier. Und hier ist alles, ja, bisschen blöd. Aber egal, dann stelle ich das halt direkt ins Bad. Dann durften von Bärbells oder wie die heißen, keine Ahnung, auf jeden Fall 3 Vegan Protein Bars. Einmal in Hazelnut Nougat, dann in Salty Peanut und in Chocolate Dough. Genau, die 3 habe ich noch nie gehabt, dachte, probiere ich jetzt einfach mal. Und auch noch Essen von Liebe Pur Coconut Cream. Mal schauen, kriege ich auch nicht. Und von der MBO die Bliss Balls Nuss-Nougat-Füllung. Hatte ich auch noch nie. Weiß gar nicht, ob die neu sind oder so eine Winter-Special-Sache. Ja, werde ich euch im Aufgebraucht berichten. Dann habe ich einmal Perwoll Renew bestellt. Das Blütenrausch. Das benutze ich immer. Dann neu habe ich mir das hier mitbestellt. Das Blütenmeer. Da war mal eine Gratisprobe mit bei DM dabei. Das roch eigentlich ganz gut. Und das für Schwarzwäsche. Ja, das sind eigentlich die, die ich immer benutze. Und dann läuft da auch noch ein bisschen Beauty-Kram mit. Einmal von Blistex der Jojoba Rescue Lippenpflegestift. Den habe ich auch schon benutzt. Dann ein Parfüm von Spirit. Genau. Da fand ich die Verpackung ganz schön. Riecht auch ganz gut eigentlich. Ja. Steht hier was drauf? Raspberry Black Grand Rose Iris. Ja, Tonkabohne Vanille. Riecht ganz gut. Und jetzt noch Make-up-Sachen. Habe ich mir auch mal wieder bestellt. Wow. Von Catrice Soft Glam Filter Fluid, weil es soll ja so sein wie der Charlotte Tilbury Flawless Filter, glaube ich. Deswegen dachte ich, probiere ich einfach mal aus. Dann auch noch von Catrice den Cheek Flirt Face Stick in Rock'n'Rose. Das ist halt so ein Blush Stick. Fand ich die Farbe ganz schön. Habe ich aber auch noch nicht ausgetestet. Dann haben wir auch noch von Catrice der All Over Glow Tint. Den hatte ich schon mal probiert auf der Hand und ja, ich habe nur noch geglitzert. Deswegen mal schauen, wie es dann im Gesicht ist. Von Catrice der Corrector Anti-Redness Primer. Genau. Wollte ich jetzt einfach mal ausprobieren. Und von Art Deco den Hot Chili Lip Booster. So, so ein, ja, ich sollte es lassen. Ihr wisst, was ich meine. So ein Plumpy halt sein. Ich kriege ihn nicht raus. So sieht er aus. Ist ganz hübsch, aber ich finde, der plumpt halt nicht wirklich. Also ich merke nichts von dem Chili irgendwie. Hätte ich mir krasser vorgestellt. Ja, das war die DM-Bestellung. Dann habe ich mir beim Konzert von 1986 den Oversized Hoodie gekauft. Und der ist wirklich oversized. Jetzt hast du hier halt die 1986. Hinten auch nochmal die Zahl. Und hier an dem einen Ärmel ist noch die Unterschrift.
Und der hat 70 Euro gekostet, das kann ich euch sagen. Aber ich liebe ihn. Der ist halt richtig groß und kuschelwuschelig. Das finde ich halt richtig geil. Dann habe ich mir noch einen Adventskalender bestellt. Wie ich schon gesagt habe, ich möchte ja wieder ein bisschen mehr düfteln. Deswegen habe ich mir jetzt den Yankee Candle Adventskalender bestellt. Ich verlinke euch den mal. Den gibt es bei Rossmann. Da war 54 Euro. Ich habe ihn aber auf irgendeiner anderen Seite für 47 bekommen. Deswegen, ja. Genau. Und da sind halt, ich weiß nicht, ob man das sieht, 12 solche kleinen Kerzen, 12 solche größeren und ein Glas für die kleinen. Genau. Freue ich mich schon. Und dann habe ich mir noch ein paar Diamond Painting Sachen bestellt. Einmal Versiegelung. Für die Bilder habe ich jetzt auch schon fleißig benutzt, für die, die ich schon fertig habe. Dann einmal alle Evoli-Entwicklungsstufen, wie auch immer, von Pokémon. Freue mich auch schon drauf, das zu machen. Dann haben wir hier, das war so ein Viererset, da mache ich gerade den Halloween-Zwerg sozusagen. Deswegen habe ich den nicht hier. Das ist einmal dieser Zwerg. Finde ich auch richtig süß. Da hat man dann auch immer hier die Steine, ne? Und das Toolkit. Und ich kann euch die, wenn es die noch gibt, auch gerne verlinken. Wie gesagt, das war so ein 4er oder 5er Set. Dann haben wir hier einmal diesen Zwerg. Auch richtig, richtig süß. Ich weiß nicht, irgendwie haben die was. Dann haben wir hier noch ein Halloween. Oder? Ja, doch. Also habe ich so drei Halloween-Bilder sozusagen. So, da hat man sogar zwei Stifte dabei, sehr cool. Wieder die Farben. Das ist das Bild. Richtig süß. Liebe ich ja. Man weiß immer gar nicht, was man zuerst machen soll. Das ist ganz schlimm. Und nochmal ein Halloweeniger, wenn man das so nennen möchte. Dieser hier. Und wie auch schon im anderen Video gesagt, oder falls ihr das halt nicht gesehen habt, ich möchte auch Diamond Painting Videos dann machen. Wenn ich die Bilder fertig habe, dann zeige ich euch die und so. Genau. Auch wieder die Steinchen und auch wieder das Set mit zwei Stiften, richtig cool und squishy. Sehr nice. Und dann hatte ich bei Teeny Schnickschnack eine Mystery Box bestellt. Richtig cool. Ich verlinke euch ihre Seite mal. Da haben wir einmal diese kleinen Zwerge drin gehabt oder Gnome. Die habe ich auch schon fertig. Die kann man dann so als Schlüsselanhänger oder so nehmen. Dann ein Squishy. Ein Blumenstift sozusagen zum Painten. Dann hier nochmal solche kleinen Zwerge. Ja, die man halt auch als Schlüsselanhänger benutzen kann. Hat man halt auch immer alles dabei. Auch hier so oder als Handyanhänger oder sowas. Und das sind halt Strasssteine. Das sein. Richtig cool. Dann einmal Sticker. Das sind die hier. Das sind halt so kleine Sticker, die man dann painten kann. Richtig, richtig süß. Und mein Thema war halt, also ich hatte mir halt die mit dem Wichteln ausgesucht. Hat sie auch ganz verschiedene. Und dann ist hier noch so eine Tasche drin.
Und dann ist das hier das Bild zum Painten. Auf der Tasche, das wird auch sehr interessant. Ich mache das ja noch nicht lange oder so, deswegen ja, bin ich mal gespannt, wie das dann da ist. Finde ich aber auf jeden Fall sehr cool, weil es ist halt so ein St. Patrick's Day angelehnter Dom. Ja. So, das müsste erstmal alles gewesen sein, was ich in letzter Zeit alles so geshoppt habe, hoffe ich. Also es war ja auch mehr als genug. Ja, jetzt kommt auch so eine Zeit, wo ich nur noch die Weihnachtsgeschenke kaufe und dann war's das. Obwohl ich bestelle dann noch bei Moore. Aber dazu werde ich, denke ich mal, keinen einzelnen Haul machen. Vielleicht zeige ich es irgendwann mit. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo. Ja, schaut auch gerne auf Instagram vorbei. Und wir sehen uns dann gern beim nächsten Mal wieder. Tschüss!